Hi und willkommen, mein Name ist Andy Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Wir sind im klassischen Modus. Wem wählen wir als nächstes? Gehen wir mal nach der Reihe nach. Was Luigi wäre? Ja. Kein neues Kostüm. Hilfe, ist Horror. Okay. Mario bekommt hier einen Bauernzug und einen Hochzeitsanzug, aber Luigi kriegt nichts. Wir starten mit dem Ticket natürlich. Und ja. Und gegen alles gruselige Charaktere. Sehr gut. Oh gut. Kämpfen wir auch gegeneinander? Sieht so aus, ne? Komm mal her. Boah. Boink. Sehr gut. Luigi wurde getötet im Simon Belmont Trainer. Geil, ne? Alter. Findest du nicht, du bist ein bisschen zu groß? Der kann sich ja nicht mal retten, ey. Ja, das ist die Mine, ich muss aufpassen. Oh, du hast die Mine kaputt gemacht, du. Du Typ, du. Warum tut Luigi so stylisch seine Feuerbälle schießen, ey? Sehr gut. Schön. Bayonetta, die ist doch nicht gruselig, die ist sexy. Aber auch. Kannst du es wagen? Haben wir überhaupt schon gespielt? Nee, ne? Mir ist aufgefallen, Luigi hat einen besseren Grab in diesem Spiel. Schau ich das mal an. Kann seinen Staubsauger hier Leute anziehen. Er wurde gebufft. Guck mal her. Tschüss. Ich habe die sexy Lady eingesaugt. I gave her a sucky sucky. Okay. Oh mein Gott, das ist Jason. Mein Gott. Warte mal. Warte mal, ist das nicht Mickey Maus? Sein Fantasia Anzug. Kommt mal her. Oh, ist Smash Ball drin, ja klar. Oh Gott. Blöder Sandsack. Warum bist du mir im Heimweg? Ein Teddy? Der ist eigentlich gruselig. Soll da irgendwie eine Anspielung an Five Nights at Freddy's sein, oder was? Warum hat Luigi Angst vor einem Teddy? Wie Death Mountain. Warum gibt's hier mit Mario ein Level, der heißt Death Mountain? Ey. Irgendwie überraschend gut mit Luigi. Ich immer, ich wäre mit. Vergib mir das. Na, endlich habe ich das mal aktiviert. Oh Gott, ist eine Bombe von ihm.
Hi Ifrit, mach den platt. Warum bin ich auf einmal so pink? Hühnchen, ich habe deinen Erzfeind gefunden, Link. Hab den damit getroffen, gut. Bombe gefangen, ja. Okay, ist gut. Boah. Jetzt 3-4 mal. So, jetzt gebe ich dir wieder die Saki Saki. Schön. So. Warum hast du Angst vor Pixel? Nein, nee, Gitter. Ja, irgendwie irgendwas Gitter nennt man das, wenn ein Charakter so aussieht. Ich kann auch Button Mashing hier. Perfekte Abwehr, sagst du dazu? Oh, Dreck. Der schafft halt noch nicht mal hier rein. Was? Kommt näher, ja. Komm mal her. Hat sogar reicht. Okay, er läuft überraschend gut mit Luigi. Über 8.9. Ja, Punkt ist so besser, ne? Ja, spätestens beim Bosskampf geht schon wieder bergab. Oh, kämpft Luigi gegen Dracula, das wäre irgendwie gut. Würde irgendwie passen zu dem Thema. Und zum Trailer. Wie gesagt. Luigi wurde abgemurkst im Trailer von Simon Belmont. Guck ich das mal an, ey. Sensenmann hat den seine Seele geraubt. Na, was soll's? Und tschüss. So, jetzt Dracula kommt, aber gut. Ja, sehr gut. Ich habe so was von gewusst. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? Gott, fast perfekt ausgewichen. Fast. War es ehrlich gesagt nicht so einfach mit Luigi im Gegensatz zu Simon und der Richter. Ich kann mal so versuchen, genau. Aber ich springe mal ein bisschen zu hoch, habe ich so ein Gefühl. Oh Gott. Die erste Form werde ich vielleicht noch in dem Leben schaffen. Oh Gott. Kannst du mal nicht irgendwie 3-4 Angriffe auf einmal machen. Boah, ich treffe den nicht, ey. Denn sein Schädel ist zu klein, Alter. Ja, seht ihr, springt viel zu hoch.
Was soll ich? Oh Gott. Ich klatsche den einfach ins Gesicht. Ja, okay, das dürfte nicht so schwer sein, aber ich fliege jetzt hier so was von raus. Ein Schlag. Komm her! Ich dachte, der würde kommen. Alter, wie viel Schaden hat macht? Ich glaube, die vorne nimmt auch allgemein irgendwie mehr Schaden, ne? Okay, ich wollte schon sagen, wenn du mich jetzt hier raushaust, ne? Oh nein, 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 no. Oh, lief so gut. Okay, ich kann es nur auf eine Weise enden. Boing. Sehr gut. Aber hätte besser sein können, finde ich. 8.1. Hätte ich meine Tickets eingesehen, dass ich noch Peach gesteuert hätte. Ich bestimmt voll geile Belohnung bekommen. Schön. Ich weiß auch genau, wie wir als nächstes spielen. Und ihr auch. Wenn ihr den Titel gelesen habt. Sollte immer erst irgendwie, weiß ich nicht, sollte diesen Titel eigentlich irgendwie so benennen: Klassisch Modus Luigi Plus Fragezeichen. Dann sollte ich mit jedem Charakter machen. Dann müsste er nie irgendwie, wenn der zweite Charakter ist, in das Spiel. Das ist immer ein Mysterium. Nein. Doch. Nein, nein, nein. Okay. Wer hier denkt auch, dass Luigi besser ist als Mario? Luigi ist besser als Mario. Weil er trägt grün. Niemand, der Jinx C. Leute, die grün tragen, sind automatisch awesome. Also jetzt mal ganz ehrlich. Auch wenn es so ein bisschen grün ist. Ich sag ja weiß und grün als Luigi. Ah, meine rechte Hand ist eingeschlafen. Immer weil ich mich hier so anlehne, ey. Oh, ist immer so gemütlich. Das war eigentlich mein erstes Mario-Spiel. Ja, Super Mario World, ne? Ich glaube, dann habe ich irgendwann mal im Game Boy Color 1. Ich glaube, da ist Super Mario Bros. Deluxe. War ja das Urgestein hier von Super Mario. Erste Ableger. So. Von dem, was man ja so jetzt an Mario kennt. Da bin ich mir ein, da sind ja richtig viele Schüsse gerade gewesen. Oh Gott. So war Nintendo. Glückwunsch. Okay. So, ich will massig Belohnungen haben. Kommen Level 3, Dinger. Kämpfergeist. Ich habe noch nicht Luigi. Fuchs Luigi, da ist 3 Sterne. Gelbes Pikmin. Pikmin, was? Pikman und Pikmin.
Pigma-Dinger. Hey, wir haben ein Ticket zurückbekommen. Cool. Ich nehme an, das hat irgendwas mit dem Rang zu tun, ne? Bemerkt Unverwundbarkeit beim Ausweichen. Es geht. So, nächster Charakter. Wo ist er? Ich kann mich auch schon wieder. Dr. Mario. War welche Farbe habe ich noch mal genau? Ich glaube rot, ne? Dr. Mario. Was? Ich habe gerade Diabetes. Das Ticket Stato. Rabiatas auf Rezept. Rabiatas auf Rezept. Okay, keine Ahnung. Irgendeine Krankheit nehme ich an. Ja, aber ich habe irgendwie, ich hab mir mal so vorgestellt, dass irgendwie Dr. Mario eine etwas kräftigere Version von Mario ist. Würde eigentlich Sinn machen würde, weil als Doktor nehme ich mal an, dass er relativ fit ist. Was? Nein, nicht du. Falscher Game & Watch. Ja, ich wollte schon sagen, flieg doch mal raus, ey. So, und jetzt meine Drogen. Jetzt meine Pillen. Nach wir kämpfen ja gegen die Virus oder was, gegen so ganz andersfarbige Virus. Haben wir nicht gegen die auch gekämpft in Mario und Luigi Superstar Saga, den M Master? Ist auch so rot, gelb und blaue, ne? Oh Gott, oh, da explodiert gleich, glaube ich auch nicht. Jetzt gehe ich jetzt richtig rein. Oh Gott. Now let's see. Take a little cough. Müssen wir mal YouTube eingeben hier. Dr. Mario mit Lyrics. Ist richtig gut. Hi. Also die allerersten Level, ne? Ich habe hier schon zwei Kämpfe gehabt, wo ich gegen drei Leute auf einmal kämpfen musste. Ich bin jetzt nicht, dass das gerade sehr einfach ist. Der lebt noch. Na, ich habe vor einem Moment vergessen, dass das die Ultimate von dem ist. So, du fliegst raus. Du fliegst raus. Andere Richtung. Mann. Der hat mich ja noch raus. Pass auf. Und er holt sich selber raus. Boah. Das war, ja. Boah. 0,2. Eine Verschwendung. Schon wieder drei Gegner. Chill Brawl, okay. Brawl and Chill oder was? Da, warum dauert das bei Kirby gerade so lange? Und hier mache ich kurz einen Prozess mit denen. Oh. Meine Fähigkeiten in diesem Spiel sind so, weiß ich nicht. Oh. Ja, man hat inkonstant oder unkonstant. Mal bin ich gut, mal bin ich voll kacke. Das ist genau wie in Star Wars Battlefront. Wie einfach, weil. Oh, ich dachte, du willst dein Ding schießen. Komm her, pass auf. Na,
wollte das hier einsetzen im richtigen Zeitpunkt. Wäre so geil gewesen. Ja, ihr würdet nicht glauben, wie geil das gewesen wäre. So, tschüss. Ja, da ist jetzt die ganze Zeit so, wenn man 3-4 Gegner. Oh Mann. Haben wir gerade erst bekommen. Ich habe schon 70% Schaden. Die haben fast noch gar nichts. Perfekt. Irgendwie hat mir das jetzt geholfen. Der ganze Schaden. Vergeltungsknarre oder wie auch immer das Ding heißt. Mehr Schaden macht, je mehr Schaden ich habe. Auf jeden Fall gebracht in dem Zeitpunkt. Dich. Sehr gut. Ich heim mich mal hoch. Oh Gott. Ist auch nicht so gemacht. Dann kannst du mal auf mich losgehen. Was machst du da eigentlich? Da habe ich eine Fallgrube platziert. Warum fliegst du nicht da rein? So, tschüss. Boink. Und ach, neu. Nein, ich wollte das umdrehen. Und jetzt war ein Klempnerkleidung zu tragen. Boah. Tedros Musik. Ich bleib hier oben. Viele Motorräder. Oh, drehen? Ich kann mich auch drehen, ja. Hat. Oh gut. Tschüss. Dreck. Okay, gut. Kann mich auch drehen. Dreck. Jetzt hat Ding mal auf hier. Komm. Und der kommt auch noch darauf. Und so da außen, du. Tschüss. Ja, wie der letzte Boss schon wieder ausfällt. Dann hat hier sehr gut, sehr schön oder sehr doof enden. Jetzt so viel wie möglich einzusammeln. Vielleicht hat es ja doch irgendwie Auswirkungen auf die Belohnung am Ende. Wo ich jetzt nicht so glaube. Da bringt ja überhaupt nicht, geil. Und tschüss. Boah. Autsch. Jedes Mal. Jedes Mal dieser unendliche Schmerz. Aha. Wah, wah, wah. Wir sind die nervigsten Dinger in diesem Spiel.
Oh, sehr gut. Ja, schützt mich. Ich will hier drin bleiben. Ja, der lässt mich genau los. Ja, habt ihr das gesehen? Ich habe den weggehauen. Ja. Wollte schon sagen, ich fliege so lange weg. Oh, geil. Oh nein, nicht dieser Angriff. Schon wieder betäubt. Ey. Und tschüss. Habe ich einfach rausgeklatscht. Wie du belebst noch. Oh nein. Nicht jetzt. Abgelehnt. So, jetzt werden beide mal krank geschrieben, ey. Toll, der eine blockiert meinen Weg, ey. Ah. Okay, ich verreck jetzt noch einmal. Boah, ich hab doch losgelassen. Oh nee, wehe. Boah, ich werde hier jetzt von jedem Mist getroffen. Und tschüss. Danke, ich sehe keine Beschwerden. Kommen Sie einfach nächste Woche noch mal wieder. Okay, einmal gestorben. Dürfte noch über 8. Ja, locker. 8,5. Gut gemacht. Gut gemacht. Du warst nah dran. Lass mich raten, welches Lied. Wie gesagt, immer bei YouTube Dr. Mario mit Lyrics ein. Das ist gut. Now let's see. Take a little cough. Habe ich übrigens noch nie gespielt, Dr. Mario. Oh nein, das Spiel hat er auch nicht gespielt. Wie kann er das wagen? Das sehen sein Haus in die Luft. Ja, von was ich verstehe, sind mehr oder weniger jetzt nicht Tetris, aber du musst irgendwie verschiedene Dinge ineinander ranreihen, dann explodieren die und gehen weg. Ich habe mal so ein Yoshi-Spiel gehabt, das irgendwie so aufgebaut war. Du musstest die Kekse irgendwie aneinander ordnen. Ich glaube, das ist so fast das Gleiche, ne? Für einen normalen Gameboy war das. War keine Ahnung, wie das hieß. Irgendwas mit Yoshis Cookie, irgendwas. Da wäre ich bestimmt voll gut drin, wenn ich das spielen würde. Ich mag solche Spiele. Na, wen spielen wir denn als nächstes? Mal gucken, wer das nächste so in der Reihe ist. Ja, in der, wo Luigi war. Wir gehen einfach so nach der Reihe und suchen dann einen zweiten Charakter aus, der irgendwie passt. So machen wir das, ne? Irgendwann müssten wir dann, wenn die Sterne günstig stehen,
alle Charaktere durch haben. Da müssen wir immer wieder erst warten, bis irgendwie DLC-Charaktere rauskommen. Piranha-Pflanze und Joker bisher jetzt irgendwie confirmed sind, ne? Piranha-Pflanze kommt irgendwie im Februar oder so. Ich habe den Download-Code schon eingegeben und also weiter. Also ich muss die kriegen, sobald sie rauskommt. Piranha-Pflanze ist ein Kämpfer in Smash Bros. Ich krieg das nicht auf der Reihe. Okay. Dann schau mal, ich müsste eigentlich Level 3 Dinger jetzt bekommen. Ne? Ich habe 8.5. Erika, Hauptcharakterin von Final Fire Emblem 8. Mit Buberladen. Ah, kein Ticket bekommen. Gewicht runter. Gewicht hoch. Was? Einfach nur T-Rex. Wo ist der T-Rex her? Sieht man ja nicht. Dreck. So. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Wir haben doch schon ganze Eck hier an Charakteren gemacht, ne? Bestimmt der einzige, der alle Charaktere macht. Ja, Kämpfergeist kriegen wir ja mal am Ende. Das ist die Sache. Kid Dracula. Mal gucken, wer sich hier hochleveln kann. Autoheilung. Subgeist. Halt alle 5 Sekunden eigenen Schaden leicht. Ja. Klingt awesome. Muss ich mir mal gleich ausrüsten im nächsten Part. So, erst Evolution möglich, aber erst Level. Keine Ahnung, gut. Ich sage, was für diesen Part. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder im Abenteuermodus. Ich hoffe, ihr seid darauf gespannt. Weil ich bin's nämlich. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, ciao.